Im dritten Teil unserer Tour sind wir vom Nordkap über Senja, die Westeralen bis zu den Lofoten gefahren. Hallo zusammen, heute ist Tag 5. Wir haben uns gestern in Honningsback ein Zimmer genommen und sind heute früh um 3 Uhr zum Nordkap gefahren. Es war dort ein eisiger Wind bei 3 Grad, der uns fast runtergestürmt hätte. Aber dafür waren wir auch ganz alleine da. Durchgefroren sind wir dann wieder ins Zimmer zurück unter die heiße Dusche und haben unser Equipment nochmal aufgeladen. Und das sind meine ganzen Schichten, die ich heute früh am Nordkap anhatte. Das Nordkap liegt auf einer Insel und deswegen müssen wir durch den Nordkap-Tunnel fahren, der 6800 Meter lang ist und 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Also heute bei Sonnenschein sieht der Porsanger-Fjord gleich viel freundlicher aus. Gestern sind wir hier entlang gekommen bei Sturmböen und 8 Grad und der Micha war dann schon sehr unwirsch und hat mir ja angedroht, wenn ich noch ein Foto von Rentieren mache, dann lässt er mich hier in der Kälte in der Pampa stehen und fährt alleine ins Motel weiter. Aber heute scheint die Sonne und ich darf mich hier vergnügen und jede Menge Bilder und Videos machen. Bei Alta entdecken wir einen Wegweiser zu einem kleinen privaten Tirpitz-Museum. Dort kann man sich Gegenstände und Bilder vom deutschen Schlachtschiff Tirpitz anschauen. Es war sehr wenig, Micha war ein bisschen enttäuscht. Nach 340 Kilometern finden wir bei Storslet einen schönen Rastplatz, an dem wir unser Zelt aufschlagen. Wir haben es vorsichtshalber in Folie gepackt, weil es soll heute Nacht 3 Grad kalt werden. So, guten Morgen. Große Einpackorgie, alles wieder einsammeln. Wir haben sehr gut geschlafen am Flussufer. Das Zelt hatten wir heute Nacht noch in Folie gepackt, damit es nicht reinpfeift. Es hat momentan 12 Grad, da hinten auf die Berge liegt Schnee und jetzt geht's gleich los. Unser nächstes Ziel ist Tromsø. Dort wollen wir uns die Eismeerkathedrale anschauen und dafür müssen wir heute zweimal Fähre fahren. Die Eismeerkathedrale ist das Wahrzeichen von Tromsø. Das Glasmosaik ist 23 Meter hoch, wiegt 11 Tonnen und ist eins der größten Glasfenster Europas. Wir möchten heute noch die Fähre auf die Insel Senja erwischen. Thank you.
rein. Ja, das sind Parkplätze. Schatz, das tut nicht gut. Wir sind keine Norweger. Und die schwimmen hier, die Kinder. Ja? Aber ohne Neopren. Laufen auch nackig rum, da oben hängt einer. Und ja, das da oben ist Schnee. Heute ist Tag 7. Wir haben die Nacht sehr gut geschlafen. Das war gestern wirklich ein traumhafter Sandstrand. Ich bin nachts um 1 noch am Strand spazieren gegangen bei Sonne. Das ist einfach faszinierend, dass es nicht mehr dunkel wird. Heute Morgen haben wir bei 6 Grad und Nebel die Motorräder beladen. Das stört die Norweger aber keineswegs. Die sind trotzdem mit Badelatschen und Handtuch ins Wasser verschwunden. Also Hut ab! Jetzt sind wir auf dem Weg nach Grillefort. Dort geht unsere Fähre nach Andenes. Das ist die Inselgruppe der Westeralen. Und in Andenes kann man Walsafaris buchen und das möchten wir heute gerne machen. Wir haben eine Walsafari für morgen gebucht, aber es ist heute sehr windig hier auf den Westeralen und die Temperatur liegt auch nur bei 10 Grad und wir werden jetzt mal auf die Suche nach einem Zimmer gehen.
Ein Stück weiter entdecken wir den Campingplatz Dave und da nehmen wir uns jetzt für 2 Tage ein Zimmer. Ich glaube, ich würde erfrieren. Da planschen die Norweger bei 10 Grad und Wind im Dachpool. Bei denen ist, glaube ich, Sonne ist gleich warm, ganz normal. Also wir sitzen auch in der Sonne, finden die auch schön, aber irgendwie sind wir doch ein bisschen anders angezogen als die Norweger. Und weil es mit der Zeit dann doch langsam kalt wird, gehen wir erstmal in unser Zimmer. Wieder aufgewärmt und frisch gestärkt, gehen wir dann am Sandstrand spazieren. Diese Sandstrände und dieses türkise Wasser, man kommt sich vor wie in der Karibik. Wenn man dann aber den Zeh reinstreckt, dann ist das Karibik-Feeling gleich dahin. Also nur gucken, nicht reingehen. Zwischen die Steine entdecken wir dann eine Robbe, die direkt vorm Campingplatz ihre Bahnen zieht. Morgen. Heute ist Tag 8 und wir sind wieder zurück nach Andenes gefahren und freuen uns jetzt schon riesig auf unsere Walsafari. Als wir ankommen, heißt es, das Wetter ist zu schlecht und sie wissen nicht, ob die Boote rausfahren und wir sollen jetzt erstmal ins Walmuseum gehen und sie werden später entscheiden, ob die Boote fahren oder nicht. Nach langem Hin und Her heißt es dann, das Wetter ist einfach zu schlecht heute und es fahren keine Boote raus, wir kriegen das Geld zurück. Wir sind schwer enttäuscht, aber es hilft ja nichts. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Supermarkt und werden unsere Essensvorräte wieder etwas aufstocken. Für das bisschen Kram zahlen wir schlappe 30 Euro. Am Strand auf einer Bank machen wir dann erstmal Vesperpause. Der kleine Vogel scheint auch mit der Gesamtsituation unzufrieden zu sein. Es ist heute leider den ganzen Tag extrem windig und sehr ungemütlich. Und da sind wir doch sehr froh, dass wir so ein schönes, warmes Zimmer haben. Guten Morgen, heute ist Tag 9. Der Wind hat nachgelassen und wir wollen heute die Inselgruppe der Westeralen nach unten fahren und dann mit der Fähre auf die Lofoten übersetzen. Trotz grauem Grau leuchtet das Wasser sowas von türkis.
Wir stoppen am Wikingermuseum Borg. Dort kann man ein rekonstruiertes Langhaus aus dem 6. Jahrhundert besichtigen. Wir sind auf dem Weg nach Nussfjord. Das ist eine der Sehenswürdigkeiten auf den Lofoten. Das ist ein kleines Fischerdorf, was unter Denkmalschutz steht. Ich wollte ja immer auf die Lofoten, das war so mein Traumziel. Und jetzt, wo ich da bin, muss ich sagen, also Senja und die Westeralen haben uns wesentlich besser gefallen. Da ist man mit sich und der Natur allein. Die Lofoten, die sind schon wieder sehr touristisch und zum Teil auch schon sehr überlaufen. Heute ist ein schlechter Tag, also es ging, es hat sich in Grenzen gehalten, aber wenn ich die Wahl hätte, also Senja und die Westeralen haben uns persönlich viel besser gefallen. Wir versuchen jetzt noch ein Plätzchen auf der Fähre nach Bodo zu ergattern. Es hieß zwar, die Fähre ist voll, aber als Motorradfahrer hat man ja das große Glück. Die Maschinen sind klein und die finden immer eine Lücke, wo sie noch zwei Motorräder reinstopfen können. Und wir versuchen unser Glück. Es hat alles wunderbar geklappt. Die sind hier sehr freundlich. Wir werden uns jetzt erstmal aufwärmen, schön was essen gehen. Und die Fahrt genießen, die Überfahrt bis Bodo dauert jetzt 3,5 Stunden.